Ja, herzlich willkommen zum siebten Teil meiner Lesung aus dem Buch 50 Jahre Hoflader 1969 bis 2019, das im März erschienen ist in meinem Verlag Buch und Media und das am besten erhältlich ist übers Internet. Die Internetadresse ist vertrieb@buchmedia.de. Es kostet 35 Euro zuzüglich Versandgebühren. Und jetzt sind wir beim zweiten Jahrzehnt in der Hofladergeschichte. Es geht jetzt auch um den steigenden Wettbewerb und die breite Marktbereinigung, die im zweiten Hofladerjahrzehnt einsetzte. Das erste Hofladerjahrzehnt war geprägt von der Erfindung des Andifant als Urtyp aller deutscher Hoflader sowie diversen Nachfolgern der Firma Eicher, Weidemann, Brunnhuber und Schneider. Zum Beginn des zweiten Hofladerjahrzehnts 1979 standen alle vor der Aufgabe, die weitere Entwicklung unter den sich geänderten Bedingungen in Angriff zu nehmen. Umsturzschutzvorrichtungen waren für alle Typen nun verpflichtend vorgeschrieben. Was bei den knickgelenkten Fahrzeugen bzw. Hofladern mit Front- oder Hecklenkung eher schon Standard war, brachte für den panzergelenkten Andifant die Notwendigkeit einer Neukonstruktion des Chassis, da der bisherige Blechrahmen die auf einen Sturzbügel eintretenden Kräfte nicht hätte aufnehmen können. Die neuen Hersteller des Andifant hatten allerdings sowieso eine komplett neue Baureihe vorgesehen, bei der sämtliche Längsteile gleich bleiben konnten. Nur die Querbauteile sollten je nach Breite des Fahrzeuges in Abschnitten von 10 cm unterschiedlich sein. Dadurch ergaben sich Fahrzeugbreiten von 88, 98, 108 und 180 cm. Um einen Sturzbügel stabil und trotzdem flexibel mit dem Fahrzeugrahmen verbinden zu können, wurden 50 mm starke Eisenplatten als Heckplatten verbaut und seitlich Bohrungen an ihnen angebracht. Dort konnte jegliche Umsturzschutzvorrichtung mittels Verschraubung montiert werden. Bei Eicher waren fremde Kapitalgeber an einer Weiterentwicklung des Eichus II nicht interessiert, sodass dieser im zweiten Hofladerjahrzehnt schon wieder Geschichte war. Bei der Firma Brunnhuber in Augsburg beendete man 1980 die Produktion des Brunitrack-Hofladers nach 5 Jahren und konzentrierte sich wieder auf das angestammte Greifer- und Krananlagengeschäft. Die Ludwig Niemeyer KG in Oese stellte ihren Betrieb und damit auch die Produktion des Luni-Hofladers 1980-81 ein. Bei anderen Unternehmen ging es weiter. Die Firma Walter Striegel, die den Vertrieb für Weidemann und später für die Firma Schneider aufgebaut hatte, begann 1978 mit der Entwicklung eines eigenen knickgelenkten Hofladers, den sie zunächst zur Unterscheidung von den ähnlichen Fahrzeugen der Firma Weidemann, rote Farbe, und Schneider, grüne Farbe, in einem blau-grauen Farbton erstmals 1979 als Uni-Hofschlepper auf den Markt brachte. Der renommierte Frontladerhersteller Schäffer bot den deutschen Landwirten im gleichen Jahr seinen ersten Hoflader an. Dieser war ebenfalls knickgelenkt, verfügte bereits über einen hydrostatischen Antrieb und eine Schnellwechselvorrichtung am Frontlader für die diversen Anbaugeräte. In Holzkirchen wurde neben dem elektrisch betriebenen Andifant der dieselbetriebene Andica neu konstruiert. Statt mit Frontlenkung sowie Eigenbauachsen und Getrieben wurde der AC 200 1981 mit einer Hecklenkung sowie Achsen und Getrieben der Firma Hurt ausgestattet. Aber nicht nur deutsche Hersteller der ersten oder zweiten Stunde boten jetzt ein vielfältiges ansprechendes Sortiment an Hofladern. Das Angebot fand sowohl im Inland als auch seit Jahren vermehrt im europäischen Ausland immer mehr Interessenten. Und so blieb es nicht aus,
dass vor allem ausländische Hersteller von Kompaktladern, die in der Bauwirtschaft ihrerseits vielfältige Verwendung fanden, nun versuchten, mit diesen Fahrzeugen auch in der Landwirtschaft kaufbereite Abnehmer zu finden. Diese Kompaktlader waren durch ihre Panzerlenkung zwar sehr wendig, hatten im Gegensatz zum Andifant jedoch keinen elektrischen Antrieb, sondern meist einen Benzin- und gelegentlich einen Dieselmotor. Benzinmotoren in Stallungen galten allerdings aufgrund der Brandgefahren bei Stroh und Heu als nicht optimal. Auch die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaften, die eine komplette Fahrerkabine vorschrieben, behinderten in den häufig engen Stallgassen ein schnelles Agieren des Fahrers. Denn nicht immer sind Tiere oder Geräte genau da, wo man sie beim Befahren haben möchte. Wenn man dann nicht seitlich, wie bei den eigentlichen Hofladern, sondern nach vorne über das Arbeitsgerät das Fahrzeug verlassen muss, um für freie Fahrt zu sorgen, so ist dies deutschen Landwirten doch oft auf Dauer zu lästig. Trotzdem wurden Hersteller wie Clark, Gehl, Keis und unzählige andere immer wieder auf deutschen Landwirtschaftsmessen gesichtet und verkauften ihre Bobcats und Co. gelegentlich auch an deutsche Landwirte. Vor allem als Gebrauchtfahrzeuge fanden diese nach harten Jahren in der Bauwirtschaft oft ihr Gnadenbrot bei manchen Nebenerwerbslandwirt, weil sie eine günstige Alternative zu den herkömmlichen Hofladern darstellten. Der immer größere Wettbewerb führte jedoch seit 1980 zu einer breiten Marktbereinigung, die ihren vorläufigen Abschluss 1985 im Konkurs der Firma Schneider in Korbach und der Einstellung der Kuhli-Hoflader-Aktivitäten der Firma Eckart in Landshut fand.